Willkommen und hallo, Freunde der Gepflichtenunterhaltung, zu einer weiteren Folge ETS 2 im Multiplayer. Tja, wir sind in der letzten Folge erfolgreich, dank Abkürzung, dann auch in England angekommen. Bisschen im Hafen von Rotterdam abgekürzt und einfach mal nicht in den Stau gestellt. Ja, haben jetzt noch knapp 270 Kilometer vor uns. Wollen wir mal schauen, wie lange wir dafür brauchen, um da anzukommen. Der Plan ist zumindest, wir wollen da ankommen. So, eine Fahrradzigarette angemacht. Den Motor an. Gang rein. Bremse los und weiter geht unsere wilde Fahrt. Die wilde Fahrt nach Birmingham. Um dort dann mal zu schauen, was da vielleicht für ein LKW-Händler so rumsteht, wo wir dann vielleicht unseren Iveco gegen einen anderen LKW tauschen können. Was heißt tauschen? Der will ja auch nur unser Geld, der Händler. Aber ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile dann lang genug mit unseren 310 PS durch die Gegend gezogen. Wir haben es uns verdient, auch mal einen etwas PS-stärkeren LKW zu fahren. Zumindest mit dem Charakter, mit dem ich den Multiplayer mich hier spiele. Der ist gerade mal bei Level 6. Das ist nicht so viel, da kann man auch nicht die Welt erwarten. Und da ist der Charakter im Single-Modus doch deutlich weiter. Da können wir uns so ziemlich jeden LKW dann auch schon gönnen. Aber wir wollen nicht meckern. Immerhin bringt uns der Iveco von A nach B, er ist nur halt nicht so schnell dabei. Aber der Weg ist ja das Ziel, irgendwann kommen sie alle an. So, jetzt haben wir genug Klugscheißer-Wahrheiten gesagt. Die Standardsprüche, die man sich dann immer erzählt, wenn man ein etwas unterlegenes Fahrzeug hat. Dann kommt man auf solche Redewendungen. Jeder andere mit 700 PS, der denkt nicht mal an diese. Das wäre jetzt schön. Es geht ja dabei nicht um das Schnellfahren, es geht vielmehr darum, die Beschleunigung schneller hinzukriegen. Denn ich glaube, wir ziehen jetzt gerade mal 11 Tonnen hinter uns her. Da ist auch jeder kleine Hügel schon eine Herausforderung. Ach ja, und die Mädchenhupe wollen wir natürlich auch gerne loswerden. Was machst du da vorne? Schaust du auf die Karte? Weißt du nicht so genau, wo du hin willst? Also wir wollen hier runter, das wissen wir sehr genau. So, das war klar, dass hier wieder der Blitzermarathon dann anfängt. Immer dann, wenn wir einigermaßen auf Geschwindigkeit sind, dann stellen sie uns hier so doofe Schilder hin, dass man nicht so schnell fahren soll. Wieder nett lächeln, da ist der Blitzerkasten. So. Kaum dran vorbei, auch wieder aufs Gas. Würde das hier bergauf gehen, hätte ich die ganze Nummer so nicht gemacht, dann wäre ich einfach weitergefahren. Egal, mit Schwung dann hoch. Aber da es hier eh nur bergab geht. Nehmen wir uns einfach die Zeit und warten die 10 Minuten, bis er mal wieder beschleunigt hat. Na, der Kollege weiß jetzt wohl doch, wo er links will. Zumindest kommt er einen großen Schritt näher. Ja. Ich weiß, dass du schneller bist als wir.
Ich muss sagen, ich habe bisher, ja, das ist jetzt die vierte Folge, die ich hintereinander so im Multiplayer aufnehme. Muss sagen, bis jetzt hat noch keiner versucht, uns von der Straße zu drängen oder uns abzuschießen. Das überrascht mich ein wenig positiv. Das Einzige, was wir hatten, war jetzt so ein bisschen Stau kurz vorm Hafen nach Rotterdam. Das war dann aber auch alles. Und gut, das gibt es auch im wahren Leben, dass man in den Stau kommt. Da sind wir auch relativ zügig eigentlich dran durchgekommen. Kann man nicht meckern. Kurz vorm Hafen haben wir dann auch erfolgreich noch eine Abkürzung genommen, dass wir dann nicht unbedingt nochmal in einen Stau geraten. Das hat uns auch ziemlich weit nach vorne gebracht. Zumindest mussten wir nicht so lange warten anscheinend wie die anderen, die sich da um die Fähre dann quasi gedrängt haben. Da sind wir recht zügig durchgekommen. Ja, und hier in England sehr gediegenes, ruhiges Fahren, muss man sagen. Die beiden Kollegen, die eben an uns vorbeigefahren sind, auch mit viel Platz an uns vorbei. Vielleicht haben die ja den ETS2-Führerschein jetzt mittlerweile eingeführt und ich habe das noch nicht mitgekriegt. Oder in England fahren sie einfach, obwohl sie auf der falschen Seite fahren, doch etwas sicherer. Das kann natürlich jetzt auch sein. So, wieso kommen wir mit unserem schwachen 310 PS IWQ dem da so nahe? Da muss doch ein Haken sein. Oder der zieht einfach mehr als wir. Wir ziehen ja nur 11 Tonnen und der hat vielleicht 30 hinten drauf. Naja, jetzt am Berg merkt man dann auch wieder den Unterschied. Nicht wahr? Ja. Tempomat steht auf 89, das heißt, der LKW müsste sich eigentlich die Leistung holen. Aber wo keine Leistung zu holen ist, der. Ne, was soll ich sagen? Uns fehlt die Leistung. Oh, das wird immer steiler. Tja, zwei Mann raus zum Schieben, würde ich mal sagen, nicht wahr? Heidewitzka, ob wir da jemals oben ankommen. Ich habe das Gefühl, gleich rollen wir rückwärts zurück. Ernsthaft? Ein Blitzer? Hier? da müsste das jetzt schon spontan 90 Grad nach unten gehen, dass es uns erwischen könnte. Da vorne steht der Kasten. Keine Chance, dass du uns blitzen kannst, Kollege. Tja. Uns fehlt die Leistung, deswegen schauen wir auch, wenn wir angekommen sind, was der dortige, ansässige, egal was es für einer ist, Händler denn so zu bieten hat. Ich hoffe nur, es ist kein Iveco-Händler, weil eine Verbesserung könnten wir uns da in die Haare schmieren. Mit Level 6 könnten wir jetzt zwar schon einen stärkeren Motor bekommen. Statt 310 PS hätten wir dann 330. Ja, das wäre natürlich eine unglaubliche Steigerung. Ich glaube, den 330 PS Motor würden wir dann überspringen und uns dann lieber keinen neuen LKW holen. Aber wir schauen. Ich weiß nicht, was für ein Händler in Birmingham ansässig ist, deswegen. Lass uns überraschen, was da geht. Da geht auf jeden Fall erstmal ein stehender LKW.
Das ist natürlich nicht die beste Stelle, um sich einfach hinzustellen. Könnte man auch den Seitenstreifen nehmen. Wahrscheinlich hat er uns dann 30 Sekunden auch wieder eingeholt. Ja, sehr ruhig fährt man durch England. Schon fast zu ruhig, verdächtig ruhig schon wieder. Immer wenn ich Multiplayer spiele, dann rechne ich eigentlich immer nur mit dem Schlimmsten und bin dann irgendwie immer ganz merkwürdig überrascht, wenn es dann doch gut läuft. Aber das sind es ja auch immer nur so eine 50-50-Chance, dass es einen erwischt oder halt nicht. Und heute, toi toi toi, scheint es so zu sein, als ob es uns mal nicht erwischt. Aber noch sind wir nicht da. Wir haben noch knapp 60 Kilometer vor uns. Da kann ja vielleicht dann doch noch was passieren, obwohl ich glaube, na, dafür ist jetzt so ruhig. Das könnte gut ausgehen. Ist euch auch schon aufgefallen, dass im Multiplayer jetzt die Namen gar nicht mehr angezeigt werden über dem LKW? Das scheinen sie wieder rausgenommen zu haben. Vielleicht aus Performance-Gründen, wer weiß das so genau. Zumindest weiß man jetzt nicht mehr, wer einen abschießt oder blockiert. Also, da kann man dann wahrscheinlich nur noch raten in dem Augenblick. So, aber Konzentration. Wir wollen hier runter. Sich dem Iveco lassen muss. Er hat sehr, sehr gute Bremsen. Die braucht man wirklich nur antippen. Und dann kommt das Ganze auch schon zum Stehen. Also da ist er top. Wenig Leistung, aber Bremsen wie ein Formel 1 Auto. Steht der nächste. Wach ist er. Das steht schon mal fest. So, da taucht das Ziel im Navi auf. Das passt ja perfekt. Manchester ist auch schon ausgeschildert. Manchester? Ich dachte, wir fahren nach Birmingham. Ob ich mich so vertan? Sissi. Da habe ich die ganzen Folgen über dann wahrscheinlich Blödsinn erzählt, ja?
Das kann ich nicht alles rausschneiden, obwohl es YouTube ist dann. Das wird nicht gehen. Also wir wollten schon immer nach Manchester. Nie nach Birmingham. Oder die haben hier einfach mal eben die Schilder falsch aufgestellt. Das kann es natürlich auch sein. Daran wird es liegen. Erster Aufenthalt in Manchester. Man soll es nicht glauben. So. Grün ist es auch noch hier. Sehr schön. Zumindest die Ampel. Sind wir auch wirklich schon am Ziel. Hervorragend. Bisschen außerhalb von Manchester. Aber das ist ja nicht... das ist auf dem letzten Meter noch mal kurz verrissen. Dann ist es wenigstens etwas ruhiger hier. So, da hinten wollen sie ihn hinhaben. Und mal schauen, wie genau sie ihn denn gerne wünschen. Aha. Okay, also einmal drehen. Das werden wir wohl hinkriegen. Ja, nie. Ach ja. So, das muss reichen, sonst überdrehen wir das da hinten alles. Aber das könnte jetzt passen. Ja. Okay. Das haben die sich ja hier schön ausgedacht, wa? Da müssen wir so ein bisschen um die Ecke machen. So. Tja, eigentlich müsste jetzt einer von euch mal als Sicherungsposten kurz nach draußen. Mal gucken, ob das hier alles so richtig ist, was wir hier machen. Ich glaube, so richtig ist das im Moment hier nicht, was wir hier machen. So, jetzt nochmal. Jetzt sieht es besser aus. Sehr schön. Als ob wir nie was anderes gemacht hätten. So. Sehr schön. Haben wir es geschafft. Dann kommen wir auch gleich zum Ende dieser Folge. Ich werde dann gleich nochmal weiterfahren nach Manchester City. Schauen, was da für ein LKW-Händler ist. Und euch vielleicht in der nächsten Folge mit einem neuen LKW überraschen. Mal sehen, mal sehen. Ja, was machen wir immer zum Ende der Folge? Ach ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Liked es, disliked es, kommentiert es, teilt es, abonniert es. Macht, was ihr wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.